Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Jakob Hahn, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gibt verschiedene Herangehensweisen, sich mit dem Antrag der Regierungskoalition auseinanderzusetzen. Die einen haben es versucht, in der bedingungslosen Unterstützung und dem Verlesen Teile dieses Textes. Michael Reul war das zugefallen. Die anderen, meine beiden Kollegen aus der Opposition, haben entweder den Frontalangriff gesucht oder aber ihr eigenes Programm vorgelesen. Ich versuche einmal einen dritten Weg für die Fraktion der Freien Demokraten zu wählen. Ja, damit das klar ist, wir haben auch ein Wahlprogramm. Der Generalsekretär wollte mir es eben noch mitgeben, aber der Hinweis darauf, dass es im Internet nachzulesen ist, hilft uns, glaube ich, hier auch weiter. Herr Finanzminister, erstens vielen Dank für den Zwischenruf und zweitens, ich werde abfragen. Ich werde abfragen. Die Aussage steht jetzt im Protokoll und dann werde ich abfragen. Nein, ich will mal versuchen, das, was wir hier heute diskutieren, auf den heutigen Tag herunterzubrechen. Den heutigen Tag herunterzubrechen. Ich glaube, Kollege Weiß war in der letzten Woche irgendwie angekommen oder sowas. Ich will es auf heute machen. Und ich will Ihnen sagen, dass jedenfalls in dem Sozialamt, das ich zu leiten habe, und was mir tierisch viel Spaß macht, heute nichts anderes passiert als Anrufe von entsetzten Senioren. Nichts anderes passiert als Anrufe von entsetzten Senioren. Herr Finanzminister, provozieren Sie mich bitte nicht. Ich glaube, sonst wird nämlich mein Kollege Präsident auch eingreifen müssen, was er aber garantiert nicht tut. Also einfach mal zuhören. Okay, danke. Natürlich hat das vieles mit Kommunen zu tun. Natürlich hat das vieles mit Kommunalfinanzen zu tun. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialämter der Kommunen im Lande Hessen hätten heute etwas Besseres zu tun, als Senioren wieder aufzubauen, Seelsorge zu betreiben, dafür, dass es schon beim zweiten Mal nicht geklappt hat, dass die Impftermine angeboten werden können. Das ist ein Skandal. Und dieser Skandal findet gerade zur Stunde statt. Der belastet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen immens. Und das alles, als wir gestern noch hier von Ihnen, Frau Kollegin Klaus, hören durften, dass das Impfen jetzt super funktioniert. Mist, es funktioniert nicht super. Mist, es funktioniert ganz schlecht. Und jetzt könnte jeder von uns, ich wette, eine schuldenfreie Immobilie im Rhein-Main-Gebiet, jeder von uns könnte ein Beispiel nennen, das er in den letzten zweieinhalb Stunden gehört hat. Aus dem Familienkreis, aus dem engsten Freundeskreis, ich von meinem Amt noch zusätzlich, aber meine Familie reicht vollkommen aus. Der 92-jährige alte Mann, der Gott sei Dank mit seiner Frau noch zu Hause wohnt, hat in der ersten Schleife schon keinen Impftermin bekommen. Er wohnt in Frankfurt, damit das auch mal klar ist, wo immer gesagt wird, das wäre ein Problem des ländlichen Raums. Piffedeckel. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, seine Ehefrau, auch schon Anfang 80, hat vor ungefähr einer Stunde aufgegeben, noch zu telefonieren. Warum sagen Also, sie hat aufgehört zu telefonieren, Frau Kollegin. Sie können nicht sagen, stimmt nicht. Was soll denn dieser Zwischenruf überhaupt? Nehmen Sie eigentlich Menschen noch ernst? Wie abgehoben sind denn die grünen Sozialpolitiker, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie bei einer solchen Aussage sagen, stimmt nicht. Sie können vielleicht sagen, das Telefon funktioniert wieder. Da wäre ich einmal gespannt, wer sich das traut, hier zu sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind dafür als Kommunen jetzt geschlagen. Denn das ist ja nicht das erste Mal, dass die Landesregierung Aufgaben auf die Kommunen abdrückt. Wie war das denn beim Thema Kita? Oder wie ist es denn beim Thema Kita? Meine sehr verehrten Damen und Herren, in dem ersten Lockdown,
Die Nervosität muss groß sein, weil Sie wissen, dass Sie Mist gemacht haben und weil Ihnen das die Kommunalwahl Gott sei Dank auch vermasseln wird. Beim ersten Lockdown gab es ein Betretungsverbot. Ich glaube, ich muss nicht einem Sozialpolitiker, schon mal gar nicht einem Juristen erklären, was das bedeutet. Beim zweiten Lockdown hat der Ministerpräsident sich dafür eingesetzt, dass es kein Betretungsverbot gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat es aber gemeint, dass er es sozusagen akustisch rüberbringt, indem er gesagt hat, ich fordere Sie aber auf, und dann, wir kennen ja Volker Bouffier und ich als einer derjenigen am längsten kennt, ich fordere Sie auf, ich bitte Sie, behalten Sie Ihre Kinder zu Hause, meine sehr verehrten Damen und Herren, warum hat er das Schauspiel denn abgezogen? Gerade weil das Land Hessen sich nicht finanziell an den Ausfällen beteiligen wollte bzw. sie übernehmen wollte. Beteiligen macht sie jetzt ja. Da machen wir mal die Endabrechnung. Ich wette, wir werden bei unter 40% der kommunalen Kosten letztlich landen, die vom Land übernommen werden. Aber wegen mir sind es auch 50%. Aber Sie haben es bewusst nicht gemacht. Sie haben die Kommunen hängen lassen mit dieser Frage. Und dann haben Sie noch die Auseinandersetzung gescheut und in der Kommune teilweise noch Fraktionen, insbesondere der GRÜNEN, noch aufgefordert, man soll aber darauf verzichten, dass die Kindergartengebühren gezahlt werden, dann, wenn die Kinder nicht im Kindergarten sind. Verdammt noch einmal, hätte das Land Hessen wie bei dem ersten Lockdown gesagt, jawohl, das ist unser Job, und zwar auch unser finanzieller Job, dann hätten die Kommunen nicht diesen Stress gehabt, mit allen möglichen Menschen zusammenzuarbeiten und die darauf zu bewegen, zu sagen, und was war das letztlich? Ich habe keinen Überblick darüber, weil es gibt keine Statistik. Aber meine subjektive Statistik sagt, ungefähr 70% der Kinder, die in Hessen in einen Kindergarten gehen und dort gerade nicht hingehen, kriegen die Gebühren erlassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kostet Millionen, aber Millionen. Und Sie sind stolz darauf, dass Sie 12 Millionen jetzt den Kommunen zur Verfügung gestellt haben. Meine These ist, dass Sie darüber hinaus schon wieder vergessen haben, dass diese 12 Millionen aus dem kommunalen Geld schon kommt. Also es ist keine Zusatzleistung, über die Sie sich jetzt freuen dürfen. Also Sie dürfen sich über alles freuen, Entschuldigung, das nehme ich Ihnen überhaupt nicht ab. Aber Sie können nicht ernsthaft erklären, dass das ein zusätzliches, eine Leistung obendrauf des Land Hessen gewesen ist, ist es nicht. Sie fordern uns auf, dass wir uns darum kümmern sollen, wie die Kommunen, dass das Transportieren der Senioren organisiert wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wo leben wir eigentlich? Wieso ist das eigentlich eine kommunale Aufgabe? Wir machen es jetzt, natürlich, weil wir das Wohl und Wehe unserer Senioren im Auge haben. Ich halte es für die wichtigste Aufgabe derzeit in der Corona-Zeit, dass wir unseren Senioren deutlich machen, wir tun alles, damit ihr euch freiwillig impfen lasst. Das ist doch die Botschaft, die dahinter steht. Das sagt der Innenminister in der letzten Innenausschusssitzung. Wir können halt nicht jeden Komfort geben. Wir können halt nicht jede Bequemlichkeit erfüllen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist denn das für eine Denkweise gegenüber den Kommunen, eine Denkweise gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern? Es geht daran, sie zu motivieren. Sie zu motivieren, dass sie freiwillig Ja sagen, ich lasse mich impfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstens mal haben das die Senioren verdient. Und zum Zweiten brauchen wir es auch. Wir brauchen es als Gesellschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann von Bequemlichkeit zu sprechen, ach, ich kann da mich nur darüber aufregen, aber ich lasse es sein. Letzte Bemerkung, wo Sie sagen, Sie tun ja alles, sind ja so freundlich gegenüber den Kommunen. Was ist denn mit den Kosten der Impfzentren? Ist das schon ein einziger Dollar oder ein einziger Euro geflossen? Ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Geflossen. Geflossen, Herr Kollege. Geflossen. Es geht darum, was heißt denn das? Was heißt denn meine Güte? Sollen die Kommunen die Liquiditätsprobleme des Landes mit übernehmen? Das sagen Sie doch gerade mit Ihrem Zwischenruf. Also, Herr Kollege Reul, Sie haben zwar hier einen Volljuristen vor sich stehen, aber der seit 40 Jahren auch Wirtschaft macht. Und der weiß, dass wenn man Kosten jemand anderen erst einmal aufoktroyiert, dass er sie vorfinanzieren muss. Und so ist das bei den Impfzentren natürlich auch. Das mag vielleicht bei der Stadt Frankfurt nicht ganz so auffallen, weil die einen großen Topf haben. Ich kann Ihnen sagen, in den Kommunen, in den Kreisen geht das schon ins Eingemachte. Und wir haben heute Nachmittag, oder der Wetterauer Kreistag trifft sich heute Nachmittag, und da wird man ja wieder erfahren, welche zusätzlichen Liquiditätsprobleme alleine der Kreis dadurch hat. So, und jetzt will ich noch ein Thema sagen, wo Sie die Kommunen vollkommen im Stich lassen, vollkommen.
Das ist die Frage der Gebühren von Betreuungseinrichtungen im schulischen Bereich. Nicht einen einzigen Cent, obwohl es nun wirklich nicht Aufgabe der Kommune ist, sondern wenn, ist es Aufgabe des Kreises. Und die Ausgaben, die der Kreis zu leisten hat, sind natürlich, das hat uns der Staatsgerichtshof ja nun deutlichst in das Urteil hereingeschrieben, vom Land Hessen zu übernehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist dasselbe Problem wie bei den Kita-Gebühren. Es findet kein Angebot statt, und die Eltern sagen, wofür soll ich denn da zahlen? Und das Land Hessen macht sich einen schlanken Fuß und gibt darauf überhaupt keine Antwort. So, ich habe jetzt das Thema Luftfilter gar nicht angesprochen, weil ich meinen Kollegen jetzt nicht ermuntern möchte, mich abzubimmeln. Aber das wäre auch noch ein Thema. Wie geht es denn eigentlich weiter? Ich höre immer nur auf Landesebene lüften, lüften, lüften. Mag ja vernünftig sein, dass Lüften immer was Vernünftiges ist, aber es hilft halt in einem gefangenen Raum nicht. Es geht einfach nicht, wenn ein Fenster nicht zu öffnen ist. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Studie von Ernst & Young haben andere Kollegen angesprochen. Ich glaube, dass Sie mit dieser Art von Kommunalwahlkampf machen, nicht ins Schwarze und nicht ins Grüne treffen werden. Ich freue mich darauf, dann geht es halt in Blau-Gelb. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Hahn. Das Wort hat der Abgeordnete Felix Martin, Bündnis 90 Die Grünen. Felix, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, am 14. März sind Kommunalwahlen. Ich finde es schon sehr amüsant, dass uns vorgeworfen wird, mit diesem Antrag Kommunalwahlkampf zu machen und Kollege Weiß dann so eine Rede hier hält. Ich dachte, okay, gleich wird er noch Flyer verteilen und schießt SPD-Olaf-Scholz-T-Shirts ins Plenum. Ich würde es auch anziehen, wenn Sie es machen. Also Ermutigung fürs nächste Mal. Aber ich will doch ein bisschen zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema heute. An diesem Tag, am 14. März und durch die Briefwahl ja auch schon aktuell, sind die Menschen in Hessen aufgerufen, ihre örtlichen Parlamente neu zu besetzen. In 422 Stadt- und Gemeindeparlamenten, in 21 Kreistagen, in zahlreichen Ortsbeiräten diskutieren und entscheiden Menschen, wie sich ihre Region, ihre Ortschaften, ihre Nachbarschaft ganz konkret entwickeln sollen. Außerdem stehen am 14. März einige BürgermeisterInnenwahlen an, sowie die Neuwahl von zahlreichen Ausländerbeiräten. Tausende größtenteils ehrenamtliche Menschen in den kommunalen Parlamenten bilden das Fundament unserer föderalen und demokratischen Grundordnung. Und deshalb herzlichen Dank für Ihre engagierte Arbeit. Wir diskutieren ja hier sehr regelmäßig über die finanzielle Ausstattung unserer Kommunen. Leider erhalten diese Debatten, und das war auch heute wieder spürbar, immer wieder eine Stoßrichtung wir gegen die, unser und euer Geld, Land gegen Kommunen, Kommunen gegen Land. Ich finde diese Stoßrichtung vollkommen falsch. Vollkommen falsch erstens, weil wir immer über Steuergeld sprechen. Steuergeld, das nicht irgendeine staatliche Ebene für sich gepachtet hat, sondern das alle staatlichen Ebenen gemeinsam aufwenden sollten, um dieses Land voranzubringen, um sich den jeweils aktuellen Herausforderungen zu widmen. Und ich finde diese Stoßrichtung zweitens vollkommen falsch, weil Land und Kommunen keine Konkurrenten sind. Heute beraten wir doch den Antrag gemeinsam für starke Kommunen in einem starken Hessen. Und in der Tat bedingen sich beide Tatsachen gegenseitig. Damit Hessen stark sein kann, braucht es starke Kommunen. Und damit unsere Kommunen stark sein können, braucht es ein starkes Land. Hessen besteht doch aus seinen Städten, Gemeinden und Landkreisen. Land und Kommunen sind keine Widersacher, sie sind Partner. Sie vereint das Ziel, Hessen in seiner Gänze mit all seinen Regionen möglichst lebens- und liebenswert zu gestalten. Und das ist auch gut so. Die Rede des Kollegen Hahn hat mich etwas verwundert zurückgelassen. Ich habe mitgenommen, ich bin Jurist, ich bin Sozialdezernent und ich hätte gerne gestern auf die Regierungserklärung geantwortet. Zum Thema haben Sie auf jeden Fall nicht geredet. Das ist sehr bedauerlich. Noch mehr verwundert hat mich dann aber Ihre Rede, Herr Lambrou. Sie haben gesagt, es ist im Prinzip alles selbstverständlich, was Sie da aufschreiben. Sie machen genau das, was Ihre Aufgabe ist. Ja, stimmt, machen wir. Und das ist ja auch gut und in Ordnung so, dass wir das machen.
Und sie fanden die Rede offensichtlich so unwichtig, dass sie uns als Fraktionsvorsitzender 10 Minuten hier erfreuen. Da passt auch irgendwas nicht zusammen. Unsere Kommunen stehen doch vor enormen Herausforderungen. Deshalb ist es doch ein guter Zeitpunkt, einmal zurückzublicken, zu schauen. Denn unsere Kommunen stehen gut da. Sie sind gut gerüstet für diese Herausforderungen. Und das ist vor allem Resultat einer klugen Finanzpolitik vor Ort, in den Kommunen, aber auch einer Landespolitik, die sie in der Tat seit vielen, vielen Jahren kontinuierlich dabei unterstützt. In unseren Kommunalparlamenten werden ja sehr viele unterschiedliche Ideen diskutiert. Manchmal geht es um Schulgebäude, Kindertagesstätten, Klimaschutz vor Ort oder viele, viele andere Themen. Allesamt haben sie aber eines gemeinsam. Gute Ideen wollen immer finanziert werden. Deshalb braucht es nachhaltige Finanzierungsinstrumente auf kommunaler Ebene und es braucht klare und verlässliche Rahmenbedingungen darüber, wie das Land unsere Städte, Gemeinden und Landkreise unterstützt. Der Grundstock zur Finanzierung unserer Kommunen ist der kommunale Finanzausgleich. Nach einem Urteil des Staatsgerichtshofes wurde dieser 2016 neu geregelt. Seitdem ist er noch fairer und greift insbesondere den finanzschwachen Kommunen noch besser unter die Arme. Der KFA garantiert den Kommunen, dass sie vom Land genug Geld erhalten, ihre Pflichtaufgaben und auch einen Teil ihrer freiwilligen Leistungen erfüllen zu können. Die Kommunen erhalten dieses Geld unabhängig von der Finanzlage des Landes. Unabhängige Expertinnen haben damals attestiert, dass hinter der Neuregelung eine deutliche Verbesserung der Finanzausstattungen unserer Kommunen steckt. Kommunen mit besonderen sozialen Herausforderungen, aber auch kleine Ortschaften, Kommunen im ländlichen Raum werden besonders gefördert. Und darüber hinaus wird auch die Metropolfunktion von Frankfurt am Main besonders berücksichtigt. 2016 hatte der KFA ein Volumen von 4,4 Milliarden Euro. Bei rund einem Viertel handelte es sich schon damals um freiwillige Leistungen. Seitdem wächst der KFA Jahr für Jahr an. Und das auch während der Corona-Pandemie. Wir stoppen diesen Anstieg nicht, wir führen ihn fort. Und das ist genau die Verlässlichkeit, genau die Planbarkeit, die unsere Kommunen jetzt brauchen. Für das Jahr 2020 bleiben die Mittel aus dem KFA zunächst unverändert bei fast 6 Milliarden Euro. Das hat den Grund, dass die einbrechenden Steuereinnahmen aufgrund von Corona erst mit zeitlicher Verzögerung auf die Berechnung des KFA sich auswirken und vollständig erst 2 Jahre später im Rahmen der Spitzabrechnung zu Buche schlagen. Fakt ist aber, ohne das Sondervermögen, ohne die Unterstützung des Landes, würden die Einnahmen der Kommunen dramatisch einbrechen. Besonders schlimm wäre diese Entwicklung im Jahr 2022, wenn dann die Spitzabrechnung fällig würde. Durch die unterstützenden Maßnahmen wird diese Entwicklung aufgefangen und wir garantieren den Kommunen einen kontinuierlichen Anstieg der kommunalen Finanzierung. Der KFA wird in den kommenden Jahren auf über 6,4 Milliarden Euro ansteigen. Das ist eine gewaltige Leistung, die wir hier gemeinsam finanzieren. Und damit haben wir ein bundesweit einmaliges Sicherheitsnetz für unsere Kommunen gespannt. Und dabei handelt es sich ja lediglich um eine von sehr vielen Maßnahmen zur Unterstützung unserer Städte, Gemeinden und Landkreise. Mit dem Entschuldungsprogramm Hessenkasse haben wir 4,9 Milliarden Euro an kommunalen Kassenkrediten übernommen. Damit übrigens auch das Zinsänderungsrisiko. Dazu gab es ein Investitionsprogramm von fast 700 Millionen. Mit der starken Heimat stehen 400 Millionen Euro zusätzlich für kommunale Aufgaben bereit. Zur Stärkung der Kinderbetreuung, für die Erhöhung der Krankenhausinvestitionen, Stärkung umweltfreundlicher Mobilität, Digitalisierung und Schulverwaltungskräfte. Mit den kommunalen Investitionsprogrammen KIPP macht Schule haben wir 1,5 Milliarden Euro für wichtige Investitionen in die kommunale Infrastruktur bereitgestellt. Aber wir setzen ganz bewusst auch inhaltliche Schwerpunkte. Schwerpunkte in Bereichen, die allen Kommunen gerade besonders wichtig sind. So wurden im Rahmen der Klimarichtlinie allein im letzten Jahr 61 kommunale Vorhaben mit einem Volumen von 4,9 Millionen Euro bewilligt. Über 1.100 digitale Dorflinden wurden bereitgestellt, die die Städte und Gemeinden bei der Einrichtung von WLAN unterstützen. Mit dem Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung haben wir die Bundesmittel verdoppelt und für Investitionen in der Kinderbetreuung bereitgestellt. Es gibt steigende Mittel im Brandschutz, 50 Millionen für kommunale Schwimmbäder, Förderung von Vereinen und Sportstätten und vieles, vieles mehr. All dies ermöglicht wichtige Investitionen vor Ort. Nicht für irgendein Rathaus, nicht für irgendeine Kommune, sondern für die Menschen, die vor Ort leben. Für die Menschen in diesem Land. Und damit stehen wir an der Seite dieser Menschen und an der Seite unserer Städte, Gemeinden und Landkreise.
Und diese vielfältigen Bemühungen zeigen doch auch Wirkung. Bemühungen auf Landes- und natürlich auch die Bemühungen vor Ort in den Kommunen. Bereits im Jahr 2017 konnten über 90% der hessischen Kommunen ihre früheren Haushaltsdefizite abbauen und ihren Haushalt ausgleichen. Ende 2019 verfügten unsere Kommunen über Rücklagen in Höhe von 5 Milliarden Euro. Diese gemeinsamen Anstrengungen haben doch dazu geführt, dass unsere Kommunen gut gerüstet sind für die besonderen Herausforderungen, die gerade vor ihnen liegen. Und genau bei diesen Herausforderungen unterstützt das Land sie selbstverständlich kontinuierlich weiter. In jeder der vergangenen Plenarsitzungen haben wir irgendein Gesetz verabschiedet, das die Kommunen vor diesen besonderen Herausforderungen schützt oder ihnen hilft, sie zu überwinden. Mit dem Corona-Kommunalpaketgesetz haben wir die Laufzeit der kommunalen Investitionsprogramme verlängert und die Liquidität erhöht. Mit dem Gesetz zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen haben wir 661 Millionen Euro bereitgestellt. Der Bund hat sich in ähnlichem Umfang beteiligt. Und mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes im letzten Plenum haben wir ein 3 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für unsere Kommunen geschnürt. Diese Krise können wir doch nur gemeinsam bewältigen. Land und Kommunen als Partner, als Verbündete mit dem gleichen Ziel. Damit unsere Kommunen stark sein können, braucht es ein starkes Land. Und damit Hessen stark sein kann, braucht es starke Kommunen. Vielen Dank, Kollege Martin. Das Wort hat jetzt der Finanzminister, Staatsminister Boddenberg. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, eigentlich könnte man nach dieser Debatte den Satz sagen, den wahrscheinlich viele häufig zu Beginn ihrer Reden im Kopf haben. Rituale wie immer. Ein bisschen anders war es heute, weil ich zugegebenermaßen, Herr Kollege Hahn, eigentlich dachte, dass Sie ein bisschen humorvoller seien. Aber ich lasse das demnächst dann mit den Zwischenrufen. Die waren nicht bös gemeint, sondern knüpften hin und wieder an unsere früheren Umgehensweisen miteinander. Aber das kann ich auch lassen. Ich will vielleicht ein paar Punkte aufgreifen, die in der Debatte angesprochen worden sind, zu denen es aber noch einige Ergänzungen bedarf. Zunächst einmal, Herr Weiß, das mit der Schublade fand ich ganz nett. Ich glaube, alle hier im Raum hatten ihre eigene Zuhause vor Augen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei uns ist es eigentlich eher meine Frau, die Wert darauf legt, dass sie da so einen geschützten Bereich hat. Also ich darf da nicht reingucken. Ich selber habe aber auch irgendwo so eine Ecke. Und insofern wussten wir alle, was gemeint ist. Ich fand es aber trotzdem deswegen gut, dass Sie es angesprochen haben, weil der Antrag, den CDU und Grüne gestellt haben, hatte ja eigentlich die Absicht, Ihre Schublade mal ein bisschen aufzuräumen. Und insofern hätten Sie sich auch mal bedanken können dafür, dass Sie von CDU und Grünen mit diesem Antrag ein umfängliches Pamphlet oder ein umfängliches Informationspaket darüber gekommen, was im Moment uns eigentlich seit Jahren, Sie haben es ja angesprochen an einigen Beispielen, die Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen ausmacht. Und dann kann man durchaus ja jeden einzelnen Punkt aufgreifen, wie Sie es getan haben, den kritisieren. Aber ich bin zunächst einmal CDU und Grünen danken, dass Sie das heute a. auf die Tagesordnung gesetzt haben und b. umfänglich. Ja, Sie haben die Heimatumlage angesprochen, dass die weggelassen worden sei. Das hat aber sicherlich keine Absicht. Das kann ich nachher nachholen, wenn Sie mögen. Also danke für diesen Antrag und diesen Setzpunkt heute Morgen, weil ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig, dass wir über die Kommunen reden. Ja. Und da will ich Sie alle miteinander, die Redner der Opposition, schon ein wenig über das Klima aufklären zwischen Land und Kommunen. Wir haben, Herr Kollege Hahn, seit Beginn der Krise und ich bin seit April, wie Sie wissen, dann auch sehr stark involviert in die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden. Ich finde einen guten Kompromiss gefunden mit den Kommunen. Ich habe vom ersten Tag an schon Anfang April gesagt, in diesen Runden mit den Kommunen, als es jeweils um Geld ging, Sie haben die Kinderbetreuung, aber andere haben die Ausfälle bei Theatern angesprochen und wiederum andere die zusätzlichen Aufwendungen bei Hygienemaßnahmen. Wir haben immer gesagt und übrigens vereinbart, könnte ich besser sagen, zwischen Land und Kommunen, dass wir am Ende eine Rechnung machen, wenn wir mehr wissen als jedenfalls im April, Mai oder Juni. Das haben wir immer gesagt und ich habe immer gesagt, Sie können sich darauf verlassen, dass diejenigen Ausgaben, die Corona-bedingt bei Ihnen stattfinden und wo wir jetzt zunächst einmal global vereinbaren, dass das Land dabei hilft, dass es am Ende genau dazu auch kommen wird. Und darauf haben die Kommunen zu Recht vertraut und ich glaube, man kann sagen, ich erinnere mich noch sehr gut an die letzte Runde, die wir hatten, als es um dieses 3,1
1-Milliarden-Paket ging. Die Kommunen waren an diesem Tag auch sehr zufrieden damit, dass sie sich zu Recht darauf verlassen konnten, dass das Land nichts schuldig bleibt von dem, was in den Monaten zuvor jeweils besprochen und teilweise auch zugesagt war oder versprochen war. So, und insofern ist das Verhältnis zwischen Landesregierung und Kommunen parteiübergreifend, das will ich auch ausdrücklich sagen, deutlich besser als das Klima, das ich hier erlebe, wenn es um die klassischen ritualisierten Auseinandersetzungen zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen geht. Das haben wir gestern schon erlebt. Kollege Wagner hat mehrfach darauf hingewiesen, geschenkt. Das ist in Ordnung. Aber ich glaube, es muss immer noch einmal gesagt werden, wenn es um die eigentliche Sache geht, waren die kommunalen Vertreter, egal welcher Partei sie angehörten, deutlich mehr in der Lage, über die Sache zu reden, als über parteipolitische Brille und kleine Münze wechselseitig in Vorwürfen zu ergehen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich könnte Herrn Geselle ansprechen, den Oberbürgermeister der Stadt Kassel, Vertreter. Ja, völlig in Ordnung. Wir kommen auch gut miteinander klar. Und wir haben auch einen persönlichen Draht. Das gibt es auch, Herr Rudolph. Guter Draht zwischen einem CDU- und einem SPD-Politiker. Ich könnte Herrn Schuster ansprechen, auf seine unnachahmliche Art ein Landrat, der Ärmel hochkrempelt, hin und wieder ein bisschen sehr robust und burschikos, aber immerhin so, dass man weiß, man kann sich auch bei ihm darauf verlassen, dass das, was wir in diesen Runden besprechen, am Ende des Tages auch eingehalten wird, bei aller Kritik, die es da und dort auch mal an einzelnen Punkten gibt. Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, dass ich mich über dieses Klima sehr freue und dass ich glaube, dass es auch der Sache förderlich ist. So, und dann kommen wir doch mal zu dem, was die kommunale finanzielle Seite mit Corona so bedeutet. Wenn Sie die Steuerschätzung aus dem Mai anschauen, werden Sie sehen, dass Land und Kommunen in etwa die gleichen Steuerminus in der kumulierten Summe bis 2024 werden erleiden müssen. Das sind bei uns im Land knapp 7 Milliarden Euro, das sind bei den Kommunen weit über 6 Milliarden Euro. Prognostiziert, Steuerschätzung November. Und ich habe auch das immer gesagt, schon im April gesagt, am Ende, liebe kommunale Seite, wird es aber schon so sein, dass wir uns den Schaden teilen und nicht alles beim Land landet. Das werden wir nicht leisten können als Land. Und auch das hat keinen Widerspruch gehabt. Und wenn ich denn heute hergehe und mal aufaddiere, und jetzt mache ich auch wieder den groben Daumen, 6,4 Milliarden, glaube ich, sind Steuerausfälle bei den Kommunen. Und die sind ja das wahre Problem, 2020 bis 2024. Und wenn ich dann heute mal hergehe und zusammen und aufaddiere, was das Land und auch der Bund dort kompensiert, dann komme ich auf einen Betrag von annähernd um die 5 Milliarden Euro. Und ich will noch einmal daran erinnern, es ist ja nicht nur das Land mit Gewerbesteuerkompensation beispielsweise, einem großen Betrag und KFA, das ist hier alles angesprochen worden, sondern es ist vor allen Dingen auch der Bund, der Gewerbesteuer kompensiert, Kosten der Unterkunft, ÖPNV und viele andere Dinge alimentiert, die Aufgaben der Kommunen sind, die Teil des Aufgabenspektrums der Kommunen sind, die gerade auch in Corona-Zeiten viel Geld kosten. Aber Bund und Land, aber allen voran das Land, helfen diesen Schaden, den ich eben beschrieben habe, zu kompensieren. Und insofern will ich einfach mal sagen, ist meine Wahrnehmung zurzeit, wenn es um das Verhältnis mit den Kommunen geht, eine völlig andere, als sie hier teilweise vorgetragen worden ist von der Opposition. Nämlich, wir krempeln alle miteinander die Ärmel hoch. Und ich bin dem Kollegen Martin ja sehr dankbar von den Grünen, dass er es noch einmal gesagt hat. Wir sind doch hier keine Zweiklassengesellschaft, hier die Landesbürger und da die kommunalen Bürger. Ich bin Bürger der Stadt Frankfurt, damit bin ich Bürger einer Kommune. Und jeder von uns ist Bürger einer Kommune. Und es ist der gleiche Steuerzahler, das ist der gleiche Steuerzahler, der die Bundeskasse füllt, der die Landeskasse füllt und am Ende die kommunale Kasse füllt. Und natürlich reden wir jetzt gerade auch mit der kommunalen Seite noch einmal und weiter darüber, was bedeutet das im Bereich der Einkommensteuer der 15% Anteile der Kommunen. Natürlich führen Kommunen, Herr Weiß, aus Ihrer Sicht, das ist auch Ihr Job, Klage, Sie haben die Odenwälder angesprochen, dass Sie Probleme haben. Ja, was wäre denn das für ein Bürgermeister, der nicht sagt, in diesen Zeiten erst recht, dass er ein Problem auf sich zurollen sieht? Aber es ist doch zu Recht von Michael Reul gesagt worden, vieles von dem, was Sie heute hier beschrieben haben an Klagen, war lange vor der Zeit dieses großen Kommunalpaketes. Und insofern glaube ich, dass das eine oder andere sich nicht völlig beruhigen wird. Aber ich glaube, das eine oder andere wird deutlich gelindert, was die finanziellen Aspekte der kommunalen Haushalte anbelangt. Und alles das zusammengenommen führt bei mir dazu, dass die Kommunen in Hessen wissen, dass sie sich auf uns verlassen können. Und lieber Kollege Hahn,
Lieber Kollege Hahn, ich will dann schon noch zwei, drei Punkte aufgreifen. Nee, erst einmal vielleicht doch noch zu Herrn Weiß sagen. Sie haben die Studie von Ernst & Young bemüht. Das kann man machen, indem man einen Teil der Studie oder der Datengrundlage weglässt. Alles okay, machen wir sicherlich hin und wieder alle miteinander. Aber wenn Sie eine ganz andere Studie sehen, von Bertelsmann beispielsweise, und sich einmal anstauen, wie sieht es denn mit den Verschuldungsständen der Städte aus? Ja, ich will es ja nur einfach mal als Replik geben, und dann verständigen wir uns beide darauf, dass es, glaube ich, kein Bundesland in Deutschland gibt, in dem die Kommunen alle sagen, in Richtung Landesregierung, dass sie gerade im Geld schwimmen. Wenn Sie sich Bertelsmann anschauen und anschauen, wie sieht es denn in den Städten aus, landet bei den ersten 10 Städten, die dort mit dem dicksten Minus unterwegs sind, keine einzige Kommune aus Hessen. Landen auf den Plätzen 5 bis 10 6 Kommunen aus Nordrhein-Westfalen. Schöne Grüße an die Landesregierung dort, aber ich glaube, das Problem dort ist ein kumuliertes Problem. Also nach 40 Jahren Sozialdemokratie könnte man dort auch die Adressaten richtig benennen. Und die ersten 4 Kommunen, Herr Weiß, stammen allesamt aus Rheinland-Pfalz. Ja, Kommunen wie Kaiserslautern, wie Pirmasens, wie Mainz, ich will es dabei bewenden lassen. Wir können uns weiter auf diesem Niveau die Statistiken um die Ohren hauen. Aber wir könnten vielleicht auch berücksichtigen, dass wir in den Stadtstaaten eine völlig andere Situation haben, logischerweise. Und in den Ländern, in den Flächenländern, in jedem einzelnen der Länder eine völlig andere Finanzstruktur zwischen Ländern als Land und den jeweiligen Kommunen dort haben. Sie können eigentlich keinen einzigen Vergleich seriöserweise anstellen, weil beispielsweise die Kosten einer Kommune und der Verwaltung mitten in Deutschland, in Hessen, halt in der Regel teurer sind als in Mecklenburg-Vorpommern. Ich könnte Ihnen jetzt Dutzende Beispiele nennen, warum man dort sehr differenziert betrachten muss und nicht einmal gerade eine Statistik bemüht und sagt, guck mal, wie da die ersten 20 oder 50 oder 100 Plätze aussehen. Ich will das einfach nur gesagt haben, weil ich glaube, wir könnten uns mal darauf verständigen, dass wir jeweils konkret über das Problem einer hessischen Kommune reden und nicht immer irgendeine Statistik bemühen, um dann unser Argument noch in irgendeiner Form zu untermauern. Weil ich sage doch ausdrücklich nicht, dass es den Kommunen nur gut geht in Hessen. Das sagt doch kein Mensch. Und gerade jetzt sagt es kein Mensch. Aber ich sage Ihnen noch einmal, dass wir alles unternehmen, damit unter den gegebenen Umständen die Kommunen mit dieser Situation einigermaßen umgehen können. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Und Herr Hahn, jetzt noch zwei, drei Punkte zu dem, was Sie gesagt haben. Erstens hat nie jemand von uns, von Landesseite, ich vor allen Dingen, den Kommunen erklärt, dass wir die Kita-Ausfälle nicht übernehmen. Wir haben aber auch nie erklärt, dass wir sie zu 100% übernehmen. Aber ich habe im April den Kommunen gesagt, wir reden darüber. Und bitte seid doch so gut und skizziert mal ungefähr den Einnahmenausfall, den ihr dort pro Monat habt. Dann haben die Kommunen uns irgendwann mitgeteilt, im Sommer 24 Millionen pro Monat. Und dann habe ich irgendwann mit denen verabredet, wir übernehmen die Hälfte. So, nicht mehr und nicht weniger. Das gilt übrigens nicht nur für die kommunalen Träger, es gilt genauso für die kirchlichen Träger und die privaten Träger, das wissen Sie aber. Und mittlerweile, und die Kommunen haben relativ lange gebraucht, sage ich nicht als Vorwurf, geht vielleicht gar nicht anders, um die Verteilung dieser Mittel zu verabreden. Und der Bürgermeister der Stadt Vilbel, den Sie gut kennen, der ist ja nun mal Präsident des Städte- und Gemeindebundes, ganz vorne dran dabei, eine vernünftige Aufteilung innerhalb der kommunalen Familie zu finden. Es hat halt bis vor 2, 3 Wochen gedauert. Dafür kann ich nichts. Das ist aber auch völlig in Ordnung. So, und wir haben dann gesagt, jetzt geht es wieder los, ob das jetzt ein Betretungsverbot ist oder der Appell des Ministerpräsidenten für den aktuellen Zeitraum. Wir zahlen pro Monat weiterhin die Hälfte, nämlich 12 Millionen im Januar, und wenn es sein muss, auch im Februar, wenn es andauert, auch im März. Nur, dass das klar ist, 50% der ganzen Geschichte nach Angaben der Kommunen, dass es 24 Millionen im Monat kostet. Und zum Thema Liquidität, Herr Dr. Hahn, will ich auch ausdrücklich sagen, Sie haben das ja angesprochen. Also wenn eins die Kommunen in Hessen gerade durch die Bank nicht haben, ist es ein Liquiditätsproblem. Die hatten am Jahresende 2019 vor der Krise kumuliert 5 Milliarden Euro auf den Konten. Flüssige Mittel, 5 Milliarden Euro. Das hat es noch nie gegeben. Und dann haben wir zusätzlich durch Vorauszahlungen des KfA, das wissen Sie doch alles, noch einmal zusätzlich Liquidität gewährt. Da haben manche Kommunen gesagt, erspart uns das gerade, wir wissen gar nicht, was wir gerade damit machen sollen.
So, und das zum Thema, ihr habt Ihnen ein Liquiditätsproblem gemacht. Das stimmt doch einfach nicht. Wir haben vernünftig über ein paar Wochen und Monate mit den Kommunen über das große Paket gesprochen. Und ich sage es noch einmal, ich habe den Eindruck, die Kommunen sind sehr zufrieden, jedenfalls deutlich zufriedener als die Vertreter von FDP und SPD hier am heutigen Tag. Und einen allerletzten Punkt. Und an allerletzten Punkt, weil Sie es ja nicht lassen können, Herr Hahn, auch das Thema Impfen heute noch einmal in die Debatte zu rühren. Meine Mutter ist 86, lebt in Nordrhein-Westfalen, wie Sie wissen, Herr Kollege. Mein Bruder hat versucht, einen Impftermin zu bekommen, und er hat mir gesagt, an dem ersten Montag oder Dienstag 40 Versuche, alle fehlgeschlagen. Und wissen Sie was? Der hat sich noch nicht mal beschwert bei mir, weil er wusste, es ist in Hessen so, es ist in NRW so, es ist in Rheinland-Pfalz so, es ist im Saarland so und es ist in Mecklenburg und in Schleswig-Holstein so. Warum ist es denn so? Weil es gar nicht anders sein kann. Wenn Sie keine Impfdosen haben, können Sie auch keine Termine versprechen. Und ich glaube, wir sollten mal aufhören, denn Sie sind mit solchen Beiträgen diejenigen, die die Unzufriedenheit und die Stimmung in unserem Volk, das lange Zeit der Meinung war, dass parteiübergreifend gut regiert wird in unserem Land, die diese Stimmung völlig unnötigerweise anheizen. Lass uns beieinander bleiben. Lass uns den Menschen sagen, wir kümmern uns ums Impfen. Aber es ist nicht das Land Hessen, das für mehr Impfdosen sorgen kann. Was wir machen können, ist, wir können aus einer ersten Erfahrung lernen. Wir können es besser machen. Und ich fordere Sie alle dazu auf, konstruktive Beiträge zu leisten und nicht die emotionale Seite zu schüren. Dafür sind andere zuständig. Vielen Dank. Herr Minister, es gibt den Wunsch nach einer Frage noch für Sie. Also, so wie Sie mich eben angeguckt haben, merke ich, dass Sie das nicht. Gut. Dann stelle ich fest, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Zu dem Punkt, was machen wir? Stimmen wir den heute Abend ab? Oder kommt er irgendwo hin? Entschließungsantrag, abstimmen heute Abend. Gut. Dann, ja, da sind wir uns ja einig. Der kann heute Abend abgestimmt werden. Ja, dann ist es in Ordnung. Gut.